Willkommen zur 18. Folge von Bosetti will predigen, dem Format, wo ich den Niedergang der deutschen Satire am Beispiel Sarah Bosettis aufzeige. Wenn ihr alle Folgen vom Format hier sehen wollt, dann schaut doch mal gerne in der Playlist Bosetti will predigen vorbei. So, ich habe dieses Video von vor 2 Jahren gefunden, wo Bosetti sich zu Gil Ofari, Luke Mokwitsch und Julian Reichelt äußert. Wir wissen mittlerweile, dass alle Vorwürfe, die gegen die drei erhoben werden, darauf werden wir vielleicht gleich noch eingehen, erstunken und erlogen, also dass beziehungsweise dass im Fall von Luke Mockridge und Julian Reichert die Vorwürfe, die da erhoben wurden, dass die nicht stimmen. Also dass es da zumindest keinen Beleg für gibt, dass sie stimmen würden. Bei Gil Ofarim wissen wir, dass die Vorwürfe, die er gegen ein Hotel in Leipzig geäußert hat, dass die falsch waren. Gil Ofarim hatte nämlich gesagt, ihm wäre von dem Hotel gesagt worden, er solle sich seinen Davidstern abnehmen, weil er ja, dann könne er in das Hotel einchecken. Also Gil Ofarim hat diesem Hotel Antisemitismus vorgeworfen. Nun gibt es aber das Problem, dass ein Gericht mittlerweile festgestellt hat, das stimmt nicht. Naja, aber schauen wir uns mal an, was Sarah Bosetti zu dieser Verdachtsberichterstattung, die wir da vor 2 Jahren schon erlebt haben, so gesagt hat. Diese Woche sind verrückte Dinge passiert. Die FDP will im Bundestag nicht mehr neben der AfD sitzen. Deutschland sucht den Davidstern und Julian Reichelt ist arbeitslos. Vielleicht sollten wir Julian Reichelt zwischen FDP und AfD setzen. Säße er da nicht gut? Dann hätte er einen neuen Job. Die FDP hätte ihre Abgrenzung und die AfD, naja, sie müsste neben Julian Reichelt sitzen. Vielleicht will sie dann ja gar nicht mehr in den Bundestag. Win-win-win-Situation. Nicht zuletzt für den Kampf gegen Antisemitismus. Und damit herzlich willkommen zu Bosetti will reden. Leute, Entwarnung. Es gibt gar keinen Antisemitismus in Deutschland. Da haben wir uns mal kurz erschreckt, oder? Gil Ofarim, jüdischer Musiker, ist in einem Hotel aufgefordert worden, seine Kette mit David Stern zu verstecken, um einchecken zu dürfen. Super krass! Offener Antisemitismus in Deutschland 2021. Hat er jedenfalls auf Insta erzählt. Aber jetzt stimmt das vielleicht gar nicht. Man weiß es nicht. Zumindest gibt es Aufnahmen von... Wie gesagt, mittlerweile wurde das von einem Gericht geklärt. Und wir schauen uns dann mal Bosettis Statement zu diesem aktuellen Gerichtsurteil an. Also mittlerweile ist klar, Gil Ofarim hat gelogen. Das Hotel wurde ohne Grund verleumdet. Überwachungskameras, die ihn ohne Kette und ohne David Stern in der Hotellobby zeigen. Und jetzt ist das Internet völlig verwirrt, weil es nicht mehr weiß, ob es ihm vorwerfen soll, einen Davidstern getragen zu haben oder keinen Davidstern getragen zu haben. Ist ja auch schwierig. Da sind einerseits diejenigen, die ihm nach seiner Geschichte beigesprungen sind und im Namen des Kampfes gegen Antisemitismus verkündet haben, das Hotel niederreißen und den Bauschutt an den Zentralrat der Juden verfüttern zu wollen. Die kommen sich jetzt natürlich ein bisschen blöd vor. Und andererseits sind da die, die Juden ohnehin nur so Mittel finden und sich jetzt sehr, sehr, sehr doll freuen, dass der Jude gelogen hat. Wenn er denn gelogen hat. Man weiß es ja nicht. Zeig mir ein Zitat von einer aus der Öffentlichkeit bekannten Person, die so etwas gesagt hat. Natürlich kommen hier keine Belege, aber ja, mir ist sowas nicht zu Ohren gekommen. Sondern ganz im Gegenteil, mir ist nur die erste Fraktion, die Bosetti hier gerade erwähnt hat, zu Ohren gekommen. Und während alle rätseln, was denn nun wahr ist, vergessen sie eines. Es ist völlig egal, was an dieser Geschichte wahr ist. Also natürlich ist es nicht egal, wenn es um die moralische Bewertung von Gil Ofarim geht. Aber um die geht es ja nicht. Gil Ofarim, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, hat keine gesamtgesellschaftliche Relevanz. Sein Handeln muss juristisch bewertet werden, aber nicht öffentlich. Es geht um Judenfeindlichkeit. Die hat gesamtgesellschaftliche Relevanz. Und ob sie existiert, hängt nicht von... Zeig mir eine Statistik, zeig mir irgendwas. Dieser einen Geschichte ab. Im Jahr 2020 wurden in Deutschland 2.351 antisemitische Straftaten gemeldet. Einer Studie zufolge ist die Dunkelziffer ungefähr 3-mal so hoch. All diese Fälle gehen nicht weg, selbst wenn Gil Ofarim gelogen haben sollte. Aber wenn er gelogen haben sollte... Okay, das war jetzt immerhin mal eine Zahl. Aber... Ja. ...wird allen anderen Jüdinnen und Juden automatisch weniger geglaubt. Deshalb weiß ich nicht... Was ist das für eine absurde Behauptung? Sozusagen, wer denkt bitteschön so, weil jemand also gelogen hat, der ein Jude war, nämlich Gil Ofarim. Deswegen wird allen Juden weniger geglaubt. Also wer denkt so krank? Also hier zeigt sich schon mal dieses, ja, diese wokistische Sicht auf die Politik, dass man nur in Identitäten denkt und nicht universalistisch. Also das ist ja wirklich absurd.
nicht, was für den Kampf gegen Antisemitismus schlimmer ist. Die Anfeindung oder die Lüge über die Anfeindung. Natürlich ist das ein schwieriges Thema. Der Mechanismus ist derselbe wie bei Fällen sexualisierter Gewalt. Da stellt sich auch immer wieder die Frage, wie sollen wir den vermeintlichen Opfern glauben, wenn es keine Beweise gibt? Hatten wir doch vor kurzem wieder. Luke Mock. Ja, ganz einfach, gar nicht. Juristisch ist er nicht verurteilt worden, aber journalistisch sind zumindest, sagen wir, sehr viele Indizien gegen ihn gesammelt worden. Unsinn. Also, was heißt Indizien gegen ihn gesammelt worden? Wenn diese Indizien eindeutig genug für einen Prozess gewesen wären, hätte die Staatsanwaltschaft ja ein Strafverfahren eröffnet. Und schon war das Internet mal wieder gespalten. Ein bisschen vereinfacht gesagt, in auf der einen Seite Feministinnen, die Konsequenzen für Luke gefordert haben, ohne näher darauf einzugehen, ob sie mit Konsequenzen ein Absetzen seiner Shows meinen oder ein Absetzen seines Geschlechtsteils. Und auf der anderen Seite Männer, die lauthals verkündet haben, dass ihr Bro so etwas nie tun würde, obwohl sie wohl nur in den... Nein, die meisten Kritiker haben einfach auf die Unschuldsvermutung hingewiesen und das völlig zu Recht. Wenn irgendjemand Anschuldigungen erhebt, dann ist er in der Position, diese beweisen zu müssen und nicht derjenige, gegen den sie erhoben werden. Seltensten Fällen ausprobiert haben dürften, wie ihr Bro sich im Schlafzimmer verhält. Beide Reaktionen basieren weniger auf Fakten als darauf, welche Geschichte uns besser gefällt. Wir Feministinnen mögen es schon sehr, wenn der Mann schon. Ganz ehrlich, mir gefällt die Geschichte, wo ein Rechtsstaat das in einem Prozess ermittelt, am besten. Schuld ist. Und nicht irgendwelche komischen Feministen auf Twitter oder irgendwelche Journalisten, die irgendwelche Beiträge verfassen, sondern ein Gericht. Also Vergewaltigung ist ja strafbar. Wenn Luke Mockridge sich das hätte zu Schulden kommen lassen, dann wäre er ja verurteilt worden. Rose hingegen nähren gerne das Narrativ der rachsüchtigen Ex-Freundin. Also es gibt ja nur ganz wenige Ausnahmen, wo du nicht verurteilt wirst. Beispielsweise, weil die Tat verjährt ist. Das ist sie nicht. Also das wäre sie nicht, wenn es zu einer Tat gekommen wäre, zu der es eben nicht gekommen ist. Oder wenn du schon einmal unschuldig gesprochen wurdest für eine Tat, wo dann später herauskommt, okay, du warst es doch. Also du darfst nicht zweimal wegen derselben Tat verurteilt werden. Beides ist bei Luke Mockridge nicht der Fall, also ist er voll und ganz unschuldig. Aber gilt nicht auch in der öffentlichen moralischen Bewertung die Unschuldsvermutung? Und gilt sie nicht auch für die anklagende Frau, die ja, wenn sie lügen würde, zur schuldigen Täterin werden würde? Ich habe die Antwort nicht. Ich habe keine Lösung für das Problem. Aber noch mehr Statistiken. Um mal beim Thema sexualisierte Gewalt zu bleiben. Die Falschbeschuldigungen liegen dabei gerade mal bei 3%. Das Misstrauen, das Frauen entgegengebracht wird, die sexualisierte Gewalt anklagen, liegt weit, weit, weit über 3%. Das große Problem ist also nicht, dass den Opfern zu viel geglaubt wird. Klar, jetzt sagen alle, guckt Leute, Gil Oferim hat gelogen. Vielleicht, man weiß es nicht. Aber ihr solltet euch nicht so aufregen, bloß weil jemand so eine Behauptung aufstellt. Aber wisst ihr was? Doch. Sollten wir, wenn jemand antisemitisch beleidigt wird oder sexualisierte Gewalt oder sonst irgendein Unrecht erfährt, sollten wir uns aufregen. Wenn wir Opfern nicht glauben, wird sich nie etwas ändern. Und wenn ja, wer ist Täter und wer ist Opfer? Also im Fall von Gil Oferim war ja das Westin Hotel in Leipzig das Opfer, gegen das diese Lüge verbreitet wurde. Wenn sich herausstellen sollte, dass und die... Und im Fall Luke Mockridge war Luke Mockridge das Opfer und im Fall Julian Reichelt, da war Julian Reichelt das Opfer. Entschuldigungen verdreht oder erlogen sind, sollten wir uns nochmal aufregen. All die Aufregerei mag anstrengend sein, aber ehrliche Empörung ist eine große und gute Kraft. Wir müssen nur darauf... Ich liebe diese woke Opfer-Olympiade. Man schaut sich immer an, wer das Opfer ist und auf dessen Seite stellt man sich dann. Wenn hinterher rausgekommen ist, dass das eigentliche Opfer gar nicht das Opfer war, dann ja, regt man sich einfach nochmal auf. Man stellt sich dann natürlich nicht auf die Seite des vermeintlichen Täters, denn den hat man ja auch aus anderen Gründen angefeindet. Das hat Bosetti ja vorhin selber gesagt. Es geht nicht darum, ob an diesen Vorwürfen irgendwas dran ist, sondern es geht darum, diese woke Agenda zu pushen und um nichts anderes. Achten wir, wie sie einsetzen. Vielleicht nicht gleich ein Hotel niederreißen. Und ganz wichtig, wir müssen das Anekdotische als solches erkennen. Es geht darum, eine Form von ja, Lynchjustiz zu erschaffen. Auf Basis derer dann ja völlig unschuldige öffentlich gecancelt werden können. Einen bestimmten Fall als einen bestimmten Fall ansehen und die Wahrheit, die er zutage fördert, nicht blind auf andere Fälle anwenden. Es ist nicht so, dass der Jude lügt oder die Frau. Es ist nicht mal so, dass der... Das behauptet auch niemand. Also ihr merkt, Bosetti baut hier irgendwelche absurden Strohmänner auf, die so niemand teilen würde. Jedenfalls niemand, der bei klarem Verstand wäre. Der Bild-Chefredakteur seine Macht missbraucht, den Vorstand belügt und Scheidungspapier... Also es gibt... Also
Sowohl offene Frauenfeindlichkeit als auch Antisemitismus. Niemand traut sich in der Öffentlichkeit sowas an den Tag zu legen, weil das ja auch absolut unmögliche Verhaltensweisen sind. Also ihr merkt, Bosetti baut hier Strohmänner auf, die so in der Realität allenfalls marginale Phänomene sind. Fälschen. Wobei ich vermute, dass es bei letzterem vor allem daran liegt, dass außer Julian Reichelt noch niemand auf die Idee gekommen ist. Vielleicht wird das ja jetzt Tradition bei der Bild. Eine Tradition wird jetzt schon gewahrt. Normalerweise macht die Springerpresse ja gerne Opfer zu Tätern. Und nun machen die Bros von Julian Reichelt ihn schon nach wenigen Stunden zum Opfer. Klar, das kann nur bringen, wer ein etwas. Ja, hinterher hat sich herausgestellt, die Bros von Julian Reichelt hatten recht. Tatsächlich wurde Julian Reichelt von einer, ja, neidischen Ex, die etwas von ihm wollte, ja, aber nicht von ihr, ja, diese Vorwürfe angehängt und sie haben sich hinterher als falsch erwiesen. Experimentelles Moralverständnis hat, aber manchmal wünschte ich, Betroffene tatsächlicher Ungerechtigkeit würden die Opferrolle wenigstens halb so gut spielen wie die Bild. Das war ja relativ kurz. Naja, wir gehen jetzt mal nicht genauer auf die Fälle ein. Ich glaube, es grundsätzlich haben wir gesehen. Also, Sarah Bosetti hat es ja selber gesagt. Ihr geht es nicht darum, ob an den Vorwürfen wirklich etwas dran ist. Das steht ja auch nochmal in dem Statement, sondern es geht darum, ein Problem zu bekämpfen. Das heißt, wenn, ja, Wokisten irgendetwas bekämpfen wollen, dann ist die Wahrheit komplett egal. Es geht nur darum, gegen das zu schießen, gegen das man jetzt schießen will. Es geht darum, Leute zu canceln. Sei es das Westin Hotel in Leipzig, sei es Julian Reichelt oder sei es Luke Mockridge. Mein Julian Reichelts Verbrechen war bei der Bild einen etwas konservativeren Schreibstil zu haben. Luke Mockridge Verbrechen war es, ein paar Witze zu machen, die Wokisten nicht mögen. Und was das Westin Hotel in Leipzig falsch gemacht hat, ach ja, das hat sich ja Gil Ofarim als Verleumdungsopfer ausgesucht. Naja, so ist das halt. Was soll man dazu noch sagen? Sarah Bosetti hat, nachdem Gil Ofarim, nachdem im Prozess festgestellt wurde, dass Gil Ofarim gelogen hat, das hier geschrieben. Das habe ich vor 2 Jahren über Gil Ofarim geschrieben und ich finde, es gilt immer noch. Also das, was sie eben gesagt hat. Es ist egal, ob an den Vorwürfen etwas dran ist. Gesellschaftliche Probleme müssen als solche benannt werden und wenn wir solche Anekdoten dafür nutzen können, komplett egal, ob sie stimmen oder nicht, dann nutzen wir sie eben. Es ist, ja, eine schöne. Ja, es ist schön, dass eine Wokistin jetzt mal zugibt, wie diese Ideologie genau funktioniert, dass es eben nicht um Wahrheit geht, sondern um Herrschaft, dass es um das Pushen der eigenen Agenda geht. Ist schön, dass Sarah Bosetti das so offen sagt. Und ist auch schön, dass sie sich jetzt nicht mehr davon distanziert. Also das ist ehrlich, so könnte man es, glaube ich, bezeichnen. Naja, in diesem Sinne sehen wir uns das nächste Mal bei der nächsten Folge von Bosetti will predigen.